Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer weiteren Folge Space Engineers. Ja, wir haben mal zwei Gäste dabei, und zwar wieder mal dabei ist Goro LP. Er winkt, er sagt nichts, er ist stumm. Hi. Naja, gut. Und dann haben wir einen neuen Gast, und zwar J-Star, Jay. Ja, guten Tag. Er dachte sich, er schreibt mich an, er kommt vorbei. Und schon ist er da. Ja. Herr Jaser, dann erzähl mal was zu dir. Ja, Space Engineers habe ich schon, eigentlich auch einen Tag später als du das geholt hattest, also wo jetzt das die Vergünstigung war und ja, seitdem spiel ich es, hab ein paar Welten und ja. Ja, ich hab das Spiel schon ein bisschen länger als diese Vergünstigungsaktion. Ja, aber... Ich hab's nur für meinen Bruder kurz vor der Vergünstigungsaktion geholt. Das war das Ärgerliche. So rum meinte ich das. So, dann holt euch bitte alle Stahlplatten. Ihr wisst hoffentlich, wo der Container ist. Klar. Wir gucken hier zu. Wir wissen ja das. Ja, wer sich übrigens wundert, dass die Glasplatten hier raus sind. An der Ende. Das ist erstmal, damit wir hier auf den Waffeleisen rumlaufen können. Und zweitens kommt hier noch eine Wand rein. Guru, falscher Container. Ja. Ich greife doch über Logistiksystem zu. Na gut. Denn wir machen heute das Waffeleisen weiter, so ein bisschen. Das ist hoffentlich im Sinn von euch. Wir haben ja nun die letzten Folgen was anderes gemacht. Ja. Und jetzt wird es mal wieder Zeit, dass hier auch mal ein bisschen was passiert. Ja, ich mach dann hier unten. So, ich mach das aber anders. Ich nehme jetzt Lözi. Mach ich ja. Hab viel Spaß. Hab nämlich noch nicht mit einem Schiff gelötet. Tatsächlich. Ich auch nicht. Ich hab schon mal, das macht recht Spaß und geht auch sehr schnell. Ja. Das glaube ich dir. Also. Hab da schon ein ganzes großes Schiff mitgebaut und das ging super schnell. Ja. Das glaube ich dir. Ja, zwischendurch gehe ich auch mal kurz verschollen. Ja. 150 Stahlplatten sind eigentlich ganz schön viele. So, hoffen wir mal, dass das was wird. Ist doch, wenn wir nicht erst rumgehen und alle Materialien reinmachen. Ja, könnten wir auch gut gleich machen. Ja, voll ist. Du kannst mit Rechtsklick Materialien reinmachen. Ja. Ohne zu. Alter, das geht ja sauschnell. Ja, das dachte ich ja. Hab damit wirklich ein großes Schiff in ein paar Minuten fertig gehabt. Alter. Junge. Hat Spaß gemacht. Ja, das macht Spaß. Das ist genial. Na gut. Darf ich das Schiff auch relativ schnell wieder lernen, ne? Ja. Naja, aber solange man nur ein Material braucht für alles. Naja, das ist hier relativ, das ist alles schwere Panzerung. Ja. Ja, J-Star, wie bist du denn jetzt zu mir gekommen? Ich hab eigentlich auch mit Liquid Duck angefangen und den. Danke. Und ihn. Und dann hat ich durch Nexus oder Nexi erfahren, dass es dich gibt. Dann habe ich mal vorbeigeguckt und ja, fand ich dich viel besser als die anderen beiden, da mich das mehr oder weniger stört, wenn man alles in Offscreen macht und du machst das halt nicht und ja, so bin ich zu dir gekommen. Ja, ich weiß nicht, also ich habe auch was gegen dieses Offscreen-Fahren. Ja, ich finde das ja jedes Mal schrecklich. Ja. Inzwischen gucke ich die auch nicht mehr. Da macht man halt
5 Minuten oder 10 Minuten längere Folgen. Ja, ich bin ja Ja. sowieso bekannt dafür, ne? Dass meine Folgen nicht sonderlich, Ja. ich sag mal, na, kürzer werden, ne? Und ich darf mich aufladen. Ich auch. Ich komme nicht an den Verbinder ran. Was ist das? Hey, lass mich da rein. Verbinder 5 ist das, okay. Also muss ich mal an Verbinder 5 alle Materialien weitergeben, die ich brauche. Verbinder 5 kriegt also alle Stahlplatten, wir jetzt noch hier haben. Oder auch nicht? Warum nicht? Ach, Verbinder 5 ist noch gar nicht verbunden. Okay, ich hole Stahlplatten. Oh Mensch. Das ist das, was ich meine. Man sollte nicht vor die Schweißgeräte kommen. Da könnte man eventuell sterben. Ja, Ach, bist jetzt tot. das ist mir mit Starwing mal passiert auf einer Welt. Ich bin ihm vor den Lötkolben gelaufen. Auf einmal lag vor ihm ein Toter. Ich mach das doch lieber per Hand weiter. Das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Oder ich meine, eigentlich könnte ich auch die Grundkonstruktion weitermachen, während ihr hier drin seid, ne? Ja. Könntest du machen. Wenn es okay wäre, dann würde ich mal Luigi nehmen. Nein, was? Ich würde mal Luigi nehmen. Kannst du machen. Vollkommen okay. Löti steht allen meinen Gästen frei zur Verfügung. Ja. Na komm. Muss ich sie erstmal befüllen. Ja. Das ist das, was ich auch gerade machen wollte. Allerdings habe ich festgestellt, dass meine Befüllstation nicht mehr da, nicht funktioniert. Ja. Ist ja nicht schlimm. Kann man ja auch manuell machen. Ja. Ach Mist. Siehst du, das passiert, wenn man nicht mehr richtig plant. Nun, nun, richtig machen hier, bitte. Was? Ich war gerade in der Station und kriege auf einmal Schaden. Ja, das ging uns ja in der Folge, wo ich mit dabei war, auch so. Ja, den Ich Fehler habe haben wir jetzt nur auch noch noch nicht meine gemacht. Hälfte des Lebens. Ja. Ah, weiß aber, wo die Medical Rooms sind, ne? Ja. Da wurden wir beide ja auch angehittet, Sephiroth war. Und auf einmal lag ich da tot rum. Ja, aber das habe ich gefeiert. Aber jetzt finde ich das, glaube ich, nicht mehr so gut. Ja, selbst erleben. Ach, ja, jetzt kommt wieder. Warte, ich mach meinen Push-to-Talk mal schnell an. Jetzt soll es besser sein. Was haben die blöden Feuerwehrautos immer? Oder die blöden Polizeiautos? Immer, immer kommen sie zu mir. In den Hintergrund. Aber am besten waren ja immer noch die Kirchenglocken. Oh ja. Das war echt ein Highlight. Also.
gibt aber schlimmere Geräusche. Ja. Warum will er gerade nicht löten? Weiß ich nicht. Manchmal ist das verbuggt. Anscheinend jetzt gerade. Seid ihr alle? In der Grube. Wie sieht das aus, wenn ihr alle Pause macht? Er muss gerade Blüte manuell befüllen. Hoffen wir, es funktioniert jetzt. Ich muss wieder bohren. Bohren macht exzessiv viel Spaß. Nee. Aua, Ah, aua, jetzt. aua. Okay, also jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier lang muss. Gar nicht mehr so einfach hier. Es ist ziemlich anstrengend hier, ne? Immer mit diesem Gebrochen. Kann ich auch jetzt schon sagen. Bist du denn? Ich bin unter der Platte. Ich muss die. Ich rechne gerade die Chipsysteme ein. Mal viel Spaß. Na, danke, will ich haben. Jester, gehst du mal Ja. kurz aus Lötzi raus? Ich will mich mal schnell aufladen. So, jetzt muss ich mal gucken, was brauche ich denn zum Tube, zum Setzen der Förderbänder? Ich glaube, irgendeine Panzerung war das, ne? Was ist? Ja, für die Förderbänder interne Panzerung. Stimmt. Ja, wie ihr seht, haben wir schon wieder mehr So. Metall. Goro, du hast das Spiel verlassen. Goro hat das Spiel Was? verlassen? Was Ja. habe ich? Mir hat gerade Ja, bei Goro das mir Spiel ist er. verlassen. Goro, du bist tatsächlich raus aus dem Spiel. Ich bin noch drin eigentlich gerade, nur überwegt mich euch nicht mehr und ich habe seit 25 Sekunden keine Meldung mehr vom Server. Das Ja, würde mich hast das nicht Spiel wundern, da du bei verlassen. uns nicht mehr drin bist. Ich gehe mal raus aus der Welt. Ich muss mal was bei dir abladen hier. Dann Viel löst. Spaß. Okay. Kannst du Ich gerne kann nicht machen. auf die Welt betreten, der Welt ist fehlgeschlagen. Ursache Error. Jetzt ist der Full der Server.
Hä? Das ist ja mal gut. Wer ist denn noch aufgegangen? Keiner. Er wird wahrscheinlich noch angerechnet, als wenn er im Spiel ist. Ja. Weißt du, was ich dann einfach mache? Zack, pass auf. Spieleranzahl 4. Dann müsstest du jetzt ja wohl eigentlich drauf kommen, ne? Bei mir ist gerade immer noch 3, ich muss mich durchsehen. Also man kann wirklich Spaß. Macht wirklich Spaß, hier mit die Platten fertig zu machen. Ja. Geht gleich viel schneller. Auf jeden Fall. Und riskanter. Das Schlimme ist, ich muss jetzt dem Assembler erstmal wieder sagen, dass er wieder ganz viele Förderbänder machen soll. Was meinem Assembler bestimmt nicht gefallen wird. Okay, jetzt habe ich einen Timeout. Du hast das schon wieder verlassen. Eingetreten. Ich starte mal besser, wenn ich das mal. Ja, passiert. So, ist das eigentlich der Boden schon drin? Warte mal, warte mal. Obwohl, das machen wir später. Da muss nämlich nachher noch ein Fenster rein. Ne, passt schon. Aber warum springst du denn aus dem Schiff wieder raus? Magst du das Schiff nicht? Doch schon, aber ich wurde irgendwie gerade rausgeschossen. Okay. Ja. War merkwürdig. Das glaube ich dir sofort. Weißt du, warum du rausgeschossen wurdest? Nein. Als mein Spiel abgestürzt ist, war ich noch in der Schiff drinne. Nee, aber da war ich ja eben auch drin und bin dann einfach selber ja rausgegangen, bin dann wieder reingegangen, dann wurde ich rausgekickt und. So, komm ich da. Als ob das Schiff mich nicht mögen würde. Das soll vorkommen, ne? Ja. Schiff mobbt dich. Oh, bitte nicht. Gibt Schlimmeres. So, also theoretisch heißt es jetzt hier unten nur noch die Förderbänder auf jeden Fall fertig machen. Die Sammler müssen fertig gemacht werden und dann könnte man das Waffeleisen sogar schon benutzen, theoretisch. Ja. Theoretisch. Genau, theoretisch. Theoretisch praktisch? Ja, praktisch nein. Wer ist gerade unter mir? Ich. Kannst du es ja immer weglegen, nachher grill ich dich. Du kannst mich nicht grillen. Also gut. So, ich okay. Vergiss nicht, wenn ich drauf bin, auf 3 Spieler wieder runterzunehmen. Ach, kommt kein anderer drauf. Ja. Aber jetzt lädt die Welt zum Glück bei mir. Ist der Rest alles Förderbänder? Also hier unten ist alles Förderbänder. Also die unter dem Fußboden hier ist alles Förderbänder. Ja, dann bringe ich das Schiff wieder weg. Energie ist schwach. Sie könnte versagen. Ja. Goro, ich hoffe, du hast dein Schiff angelassen. Meinst du mich? Nee, Goro. Nein, hab ich nicht. Stellt das mal einer an in der Zeit.
Dazu müsstest du mir dann erstmal sagen, was dein Schiff war. Das linke. Von dem ganzen Haufen. Wunderschön, das linke. Ja. Das ist eine Das Wegbeschreibung, wie einzige ich sie liebe. linke. Das linke. Genau. Aber nicht das orange, das ist meins. Das gelbe linke. Ja, Gelbe dann nehme ich linke. noch eins. Du Das blaue. meinst weitere die Beschreibung. Das Schiff, was hier hinten so einmal gegen den Berg geflogen ist? So Ich halbwegs. bin nicht gegen Berg geflogen. Ja, das orange, das ist meins. Okay, das hat kein Cockpit mehr, das kann es also schon mal nicht sein. Dann Du muss es müsstest anders dich sein. beeilen, ich bin schon bei den guten Sprüchen. So, jetzt ist es wieder an. Okay, danke. Also kann sein, dass du dann da drin spawnst oder in einem neuen Schiff. Bitte Soll nicht ich in einem neuen eigentlich Schiff. aus diesem Schiff das Uranium rausnehmen, glaube ich? Nö, brauchst du nicht. Wenn du das Waffeleisen fertig machst, dann ist das ja eigentlich egal, ob ich in einem neuen Schiff oder. So, will mir jemand helfen bei den Förderbändern? Ja, ich komme. Problem ist, ich habe keine Stahlrohre. Das macht der Assembler nämlich erst. Und Krankenwagen wurde eine Polizei. Das war gerade ein Krankenwagen. Das sind die, die im Einen Hintergrund immer so Moment. wunderschön Was ist sind. denn immer bei dir los da? Dazu kann ich nicht viel sagen. Einen Moment eben, ich bin immer kurz stumm. Ich bin wieder in meinem alten Schiff gespawnt. Das ist. So, dafür gehen die Panzerung. Herstellungskomponente. Passt doch schon. Das ist, wenn man unvorbereitet losgeht. Ne? Da ich ja nichts außerhalb des Let's Plays mache, müssen die Leute tatsächlich damit leben. Womit denn? Dass es mal sein könnte, dass es mal ein bisschen länger dauert mit der Herstellung. Außer einer Na, von euch schon. beiden bequemt sich, mir den Gefallen zu tun, eventuell einen zweiten Assembler zu bauen, unten neben den anderen. Ja, könnte ich machen. Dass der eine, da nimmst du einfach ein Rohr weg und stellst einfach noch einen Assembler daneben. Das müsste ja dann eigentlich gehen. Okay, dann ruhig ich mal den Geräuschen. Jo. Geräuschen folgen ist immer gut. Ja. Ganz viel Ahnung habe ich gerade nämlich nicht gehört, wo der Assembler hin ist. Der ist. Weißt du Hatte noch, ich wo der gerade Fahrstuhl übersehen. ist? Der Boden vom Fahrstuhl? Ja. Da gegenüber, also unten, da wo das alte Ah, ich Cockpit habe ihn. stand. Ah, ich habe ihn. Da einfach irgendwie neun. Ich genug Teile, sonst musst du welche herstellen. Der ganz schön versteckt. Ja, natürlich. Überlegen. Jetzt hatte ich wieder das geliebte Desktop-Problem. Ja. Das Sesto-Problem hatte ich eigentlich noch nie. Ja. Bei mir kann man das wirklich schon anhand der Uhr abzählen. So circa jede fünfte Minute habe ich das. Okay. Ja, Ja, so häufig ist es bei mir zum Glück nicht. bei mir leider momentan. Es gibt Tage, da habe ich das gar kein Stück und dann andere Tage. Ja. Soll ich dann ein Rohr abbauen und Da baust du einfach einmal. ein Rohr ab und machst da einen Assembler hin. Okay.
Also fährt. Ich hole schnell was schönes Komponenten. Ja, wenn welche hast du? Ich glaube, da haben wir nämlich keine mehr. Na, ich hole welche oder ich stelle welche her. Ja, eigentlich sollte der Assembler nämlich welche herstellen. Was er natürlich nicht gemacht hat. Weil ich ihm ja gesagt habe, er braucht sie nicht mehr herstellen. Wie soll ich die mal herstellen? Wir brauchen ja sowieso, um einen zweiten Assembler zu bauen, ne? Denke ich mal. Was denn nochmal? Herstellungskomponente. Achso. Ja, könnte sein. Wäre sinnvoll, wenn ich die hätte. Aber ich adde schon mal alles rein, was sonst noch so fehlt. Okay. Außer Herstellungskomponente. So. Mein Inventar habe ich eigentlich schon alles außer Computer und Anzeigen. Der Computer und Anzeigen findest du im Frachtcontainer. Ich soll ziemlich alles anmachen. Oder ich nehme die einfach aus dem Assembler raus. Genau. Das kannst du natürlich auch machen. Wir haben nämlich auch keine Anzeigen in Frachtcontainer drin. Computer. Nee, hatte ich gerade rausgenommen, weil Ach ich die kurz so. mal brauchte. Ja, nicht schlimm. Ich mir immer schnell welche her. Wie gesagt, jetzt muss der Assembler, der muss jetzt natürlich. Also für Rot, wie viele Herstellungskomponenten solchen Herstellern hast du die schon rausgenommen? Wir haben gar keine mehr, überhaupt gar keine mehr. Ich brauche für jeden dieser Förderbänder 120 Herstellungskomponenten, für jedes Ding, was nicht fertig ist. Wie viele Förderbänder sind das ungefähr? Genug. Stell, also musst du rechnen für mindestens 20 Dinger. Also brauchen wir gute 1000, 2000 Herstellungskomponente. Ui. Kein Problem. Weiter Assembler ist gleich fertig. Soll ich dir beim Schweißen helfen? Brauchst du nicht. Ja, dann geht's viel schneller. Aber erstmal wegschubsen. Ja. Ja, manchmal hapert's mit dem Fliegen. Wenn ich in der Außenperspektive fliege, ja. dann hapert's manchmal so mit der Lenkung. Da kennt man ja. Ja, willst du am besten gleich noch einen dritten bauen? Auf der anderen Seite dann noch einen. Ja, kann ich machen. Und schon wieder weggeschubst. Das heißt, ich gebe jetzt in diesem Nicht Assembler geweckt. hier, gebe ich jetzt einen Auftrag. Das müsste dann Assembler 3 sein. Gut, der Assembler hier, der stellt jetzt Herstellungskomponente her. Und wieso stellt er keine Herstellungskomponente her? Weil er noch nicht angeschlossen ist. Für die ist er angeschlossen. Der ist bei Ja, dir. weil wir vorne den Schweißen gerade, glaube ich, ist ja nicht angeschlossen. Ja. Ne, das Material ist ja, das Rohmaterial ist in dem Container hier. Ach so. Ja, dann weiß ich auch nicht. Okay, Naja, ist ja erstmal egal. Haben wir hier irgendwo noch vielleicht so Stahlplatten drin? Stahlplatten haben wir so hier noch ganz viele. Oder nicht? Das glaube ich müssen wir immer zur im Container drin. Ja. Im Container sind garantiert welche drin, ja. Ja. Okay, ja. Au. Ich wundere trotzdem gerade, der stellt nicht her, der alte Sack.
Ja, vielleicht weil der andere gerade Herstellungskomponente herstellt. Das kannst du natürlich auch haben, ne? Dass sie sich das nicht gegenseitig Ja, wegnehmen. es gibt doch den Bug, dass der andere dann nichts mehr zieht, wenn der eine das gerade herstellt. Ach so, wunderschön. Den kenne ich nicht, den Bug. Doch, das ist so ein Bug. Wenn der eine gerade was zieht, kann der andere das auch nicht noch ziehen. Dann musst du das manuell schnell reinpacken. Das wusste ich nicht. Wunderschön, das heißt, ich brauche Eisen. Muss ich mal raten, das ganze Eisen hat sich natürlich dann der Essen gekriegt. Ja. Computer noch 60 Stück. Ja. Computer, interne Panzerung, Computer. So, jetzt macht er auch was, so, fertig. Wie gesagt, nur dass die nur dass die Förderbänder hier unten fertig werden, weil die müssen fertig werden. So, ja. Zwei Assembler. Brauchst du noch Computer da unten? Nein, ich brauche nur noch Herstellungsrumlinde. Zumindest jetzt für den ersten Rohbau, bevor ich das dann anschließe. Weil wenn ich das anschließe, brauche ich wieder ein ganzes Scheißding. Was soll der dritte Assembler herstellen? Ich weiß mal. Zurzeit erstmal am besten Herstellungskomponente. Okay. Nimmst du einfach generell alles aus den anderen Containern raus. Also das Eisen aus irgendeinem, aus den anderen Assembler halbieren und dann einfach in den reinpacken, Herstellungskomponente bauen. Weil die brauchen wir derzeit auf jeden Fall. Und zwar nicht gerade wenig. Das Ding auch nicht schneller bauen können und die sind schon auf 10 gestellt. Das Schönste ist ja immer noch, wenn die Herstellungskomponente wieder kaputt machen müssen. Da brauchen wir ja komischerweise länger, als wenn die bauen. Ja. Auch ein wunderschöner Backen. Ja, normalerweise ist es ja andersrum. Ich habe eine Welt aus dem Workshop rausgeholt und also ein Bohrkugels war das. Und der hat mir nicht so wirklich gefallen und dann habe ich mir einfach der Raffinerie gebaut und halt ein Schiff mit einer Flex. Und ja, die ganzen Herstellungskomponenten, die da drin waren, sind über 500.000 und die alle kaputt zu machen. Das ist Hammer. Ja. Lass dein Computer einfach ein ganzes Jahr an und dann irgendwann. Ja, ich hab den ja schon dauerhaft an. Das sitzt ja immer noch bei. Naja, das schaffen wir schon. Wie gesagt, das muss ja nicht unbedingt in der Folge fertig sein, aber dass das zumindest alles mal einen Anfang hat, ne? Ja. Jetzt sind hier drei Assembler am Bauen. Nein, ich sterbe. Schlecht. Ja. Danke, dass du mich dran. Hauptsache dein Schiff ist noch an, ne? Und du hast Teile. Ja. Sachen, die du mit dem Tarnaspranz am besten rauswerfen. Teile habe ich zum Glück nicht. Guck mal, ob ich hier irgendwie noch mal hochkomme. Danke, dass du mich dran erinnerst, dass ich zur Medic Station gehe. Ja. Guck mal, ob ich hier unter Umwegen noch mal rauskomme. Nee. Da unten kommst du so schnell nicht raus. Du bist in den Katakomben dieser Station. Von da aus kommst du kann keine Medical Station. Aber es ist komischerweise, ich habe irgendwie gerade 0% Sauerstoff und krieg. Da war der Satz zu Ende. Oh, seit 8 Sekunden keine Rückmeldung. Okay. Was habt ihr mal alle? Hm? Habt ihr das auch? Also ich habe keine. Draußen? Ich habe keine Probleme gerade. Dann bin ich glaube ich gerade glaube ich gleich draußen. Ja, du bist draußen. Ja, du bist draußen jetzt. So, warte ich mal, bis ich weg bin. Thank you.
Wenn es irgendwelche Probleme gibt, ist es ja immer noch auf 4 Stühle. Genau. Und daran und wenn nicht, extra das war einfach Space Engine 2. Okay. Was denn? Ja, er ist wieder da. Ja, tut mir leid. Er ist da und ich erhalte keine Meldung mehr zum Server. Ja, das ist, wenn er spawnt, das ist ganz normal, dass es dann immer ruckelt. Ja, ich hoffe mal, dass es funktioniert. Immer optimistisch bleiben. Genau. Ja. Hey. Hallo. Hallo. Achso. Dann jetzt bin ich ganz draußen. So, hier fehlen noch 2 Computer. Hol ich schon. Dann ist dieses Förderband auch fertig. Ich glaube, jetzt erklärt sich das auch, warum ich keinen Schaden gekriegt habe. Oh ja. Aber war schon komisch, ich konnte am Montag rumlaufen und habe keinen Schaden gekriegt. Was fehlt dir da jetzt noch machen? 5 Computer und 2 Motoren. 2 Motoren. Ja, das Spiel denkt sich Altersbeschränkung. Ja, danke. Ein FSK für Space Engineers. Naja, klasse. Ah, das wäre was. Ist es ja. Das Spiel ist ab 16. Ja? Ja. Okay. Sobald ich das jetzt gehört habe, ist das Spiel ab 16. Angeblich. Ja. Früher war das ja, glaube ich, 6 oder 12. Hier, der kann auch noch fertig gemacht werden hier. Ich muss mich mal schnell aufladen. Mach, lade ich mal auf. Ich weiß auch einfach, aus welchem Grund die das höher gestellt haben. Wenn es dann so sei, wie es ist. Ja. Es ist immer sehr fragwürdig, ne? Gut. Hab ein neues Schiff. Na, ich habe irgendwie gehört, wegen der radikalen Zerstörungskraft, du kannst ja wirklich überall reinfliegen und alles kaputt machen. Ja, aber wenn man mal sich überlegt, es gibt viele andere Spiele, die auch ab 12 sind und da kann man die Sachen auch so wenig machen. Oh ja. Zum Beispiel Minecraft, da kann man dann, ich finde das ist auch nicht, wenn man vom genauen Teil üben findet, ist das auch nicht ganz ohne. Oh ja. Was? Da kannst du wirklich eine ganze Menge machen. Ja, vor allen Dingen, da gibt es auch viel mehr Möglichkeiten durch Mods und demnach und das Spiel, das hat so etwas nicht und, ja. Ja, aber dieses Spiel hat eine sehr benutzerdefinierte Mod-Oberfläche, das heißt, du kannst es modden bis ins Exzessive. Ja, ja. Ich habe auch gehört, irgendwie gibt's auch Items, spezielle Items, also, dass du dir jetzt Betten einfügen kannst irgendwie durch eine Mod. Ja, natürlich, gibt es Custom-Objekte. Ja. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Aber allgemein irgendwie so ein bisschen realistischer würde ich das Spiel schon besser finden, wenn er es wirklich mal mit einem Mod macht, wenn ich mal mit einem Update machen würde. Darauf warte ich ja wirklich. Ich will eigentlich immer noch Lebensmittel haben. Ja, meine ich ja. Wie dass das allgemein alles so realistischer ist, dass man schlafen muss, essen, trinken. Oh ja, das wär's. Bisschen auf seine Bedürfnisse achten, also demnach ein WC einrichten muss.
im Ja, Weltall? sagen wir mal zumindest, ja, natürlich. Ja, zumindest ein Raumanzug, ja, spezielle Funktionen hat. Okay. Wenn man Wieso? So Ra ein ausdrückt. Raumanzug hat ja theoretisch ein Klo, aber stell dir das jetzt mal vor. Ja, du hast die Welt wieder Ja. verlassen. Und da war er wieder draußen. Bash in. Ah, tja. Hey. Bei mir ist gerade Space Engines abgeschmiert. Na, passiert. Und jetzt kann ich das Spiel nicht starten, da ich angeblich im Spiel drin bin. Taskmanager. Spiel ausmachen. Ja. Dann geht das wieder. Das habe ich öfter mal. Das könnte ich auch das Problem haben. Öfters funktioniert das auch, wenn man es einfach noch einmal öffnet. Ja, die Frage ist, ob sich das dann wirklich lohnt, ne? Weil die Folge ist ja dann auch langsam zu Ende. Zum Abschied kann ich auch noch mal reingucken. Ja, das wäre zumindest möglich. Unhöflich will man ja nicht sein. Nein. Es ist nur schön, dass die Assembler jetzt wirklich akkurat arbeiten. So kann ich optimal arbeiten. Drei Glaube ich Assembler sind immerhin in auch. dem und besser als zwei, als einer. Habe ich immerhin auch mal was gemacht. War Assembler gebaut und ein bisschen im Bau der Waffe, im Bau von Waffeeisen weitergeholfen. Ja, ich meine, jeder trägt immer so sein kleines Stückchen dazu bei, ne? Und ich habe zwei neue Schiffe geliefert. Oh ja. Wenn's nicht so viele wie ich es letzte Mal. Oh ja. Die ersten Game-Schiffe, die auf dem Haufen standen, waren alle von ihm. Ah ja, Also ich das war glaube ja. sechs Stück waren es und vierer hast du schon. Und vier Stück davon hast du schon über die Toolbox weggemacht gehabt. Nee, ich hatte Schiffe habe ich gar nicht weggelöscht. Achso. Ich Ja, lösche keine irgendwie Schiffe, ich hat. lösche nur Floating Objects. Aber da hatten wir die Welt nicht gespeichert gehabt, als ich so viele Dings gemacht hatte und Ja, dabei das ein nicht vor Schiff der wurde nicht Aufnahme war. gespeichert. Ja. Eins wurde nicht gespeichert, aber das ist ja auch nicht so tragisch. So, warte mal. So, hier Okay, wir haben gleich hinten. wieder Magst du den mal Frost. fertig schweißen hier unten? Klar. Den, weil da muss jetzt noch einer rein. Habe ich noch genug Objekte dabei? Fast perfekt, ey. Ich vergesse immer, dass ich beim Schweißen in die Außenperspektive gehen muss. Ja, bei dir wäre es re relativ, weil bei dir sieht man es nicht, aber bei mir sieht man es. Also, wenn du bei solchen Stellen bist, die, wo du dennoch, wo du Außensicht anmachst und aber immer noch Lensansicht bist, da hilft meistens in die Hocke gehen. Ja klar, aber ich mache dann meistens die Kamera, also dass ich wie nach oben gucke, dann geht das meistens auch. Ja, aber bei kleinen Sachen so wie jetzt, ja, weil ihr sie beim Schiff gebaut, beim Schiff bauen, was gemacht Ja. hat. Wie heißt das Schiff nochmal? Flexi. Ja, Flexi. Danke. Oh ja, das war eine Aktion für sich. Ja. Ich glaube, ich bringe jetzt noch ein Schiff mit, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, noch ein Schiff. Das ist nicht schlimm. Ah ja, soweit das Waffeleisen fertig ist, ist das ja nicht so schlimm. Nö, dann Da ist es können wir gut. ja dann Schiffe anbringen. Nur lustig. Ja. Mehr oder weniger. Produziert denn der jetzt unendlich viel Stahl, was er jetzt bekloppt oder was? Ja, mein Freund, aus damit jetzt. Schluss damit. Sonst wird Papa böse. Also, das heißt, der Unterboden also ist schon jetzt soweit fertig. Ah, ich glaube, jetzt bin ich auch rot. Nee, schwarz.
Das wäre es ja wohl jetzt auch noch. So, jetzt mache ich noch eine Sache und dann ist ja sowieso Feierabend für heute. Also Jetzt hat eben. jeder außer Sephiroth mal seine Anzugfarbe gewechselt. Ja, eben war ich gelb. Und das ist mir sofort ins Auge gestochen. Eben war ich noch weiß und jetzt bin ich grün. Grün. Dunkelgrün. Ja, dunkelgrün. Also, das ist die einzige Farbe, die ich noch nie gekriegt habe. Alle anderen Farben hatte ich schon. Ich krieg irgendwie fast immer grün. Ich habe bei fast meiner ganzen, oder bei fast allen Welten habe ich schwarz. Na, Goro hat ja auch den Entwickler bestochen. Ja, Wieso? nein! Aus. Das hat sich gerade gar nicht gut angehört. Mein Schiff sollte nicht bremsen. Was hast denn du gerammt? Ein Berg. Kleines Dilemma, was sich zu einem großen entwickelt hat. Und zu einer Explosion. Nicht wirklich. Achso. Dann fangen Ja, wir die halt nicht. Fensterscheibe da, die da wegfliegt hier, ne? Wo denn? Ja. Ach, da oben. Hier muss noch weg hier. Komm. Komm, bleib hier, blöde Fensterscheibe. So. Ja, bauen ihn noch ab. Alter, das ist ja richtig der Friedhof hier. Ja. Na Warum gut, dass treibt ich das noch Raumschiff ein. hier so? Na klar, das hat eh kein Cockpit mehr. Na ja, gut. Dann fange ich das irgendwann mal mit Genova wieder ein. Entschuldigung, Passiert. ja, wurde eben angerufen. Nicht schlimm. Aber ich muss hier mal auflegen. Ja, guck mal, der Fußboden ist auf jeden Fall jetzt fertig. Das braucht jetzt praktisch nur noch geschweißt werden später. Wenn ich es finde. Ich würde sagen, wir treffen uns jetzt alle beim Waffeleisen. Okay, ich komme. Ich schmeiße nur mal kurz den Kram wieder rein in die Box. Den Stein packe ich hier in den. Sehr verrückt, ich habe noch schnell Stahlplatten für dich gerettet. Wunderbar prächtig. Ich nehme jetzt nur noch mal das Rohmaterial raus aus dem ganzen Kreislauf hier. Und das mal an die. Weißt du schon, in welche Farbe du da dein Waffeleisen einfärben willst? Ja. Das wird später komplett in gelb werden. Gelb. Ja. Oh, okay. Das Waffeleisen wird gelb. So ein bisschen abgetrennt von der Basis. Ja. Aber auch nur, weil das halt Signalfarbe ist, dann so, ne, hier in dem Weltraum. Irgendwie ist hier alles gelb. Wenn es nicht grau ist oder so. Ja, dann würde ich mal sagen, habt ihr noch jemanden zum Grüßen? Aus jetzt. Mach Sitz. 20 Leben. Ich habe 20%. Wuff, wuff. So, dann würde ich mal sagen, ja. Jace, hast du jemanden zum Verabschieden oder jemanden zum Grüßen? Nein. Hörst du jetzt auf da? Ja, Ich mach doch gar nichts. tschüss. Und du? Jemand zum Grüßen? Nö. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben eine ganze Menge geschafft. War ein bisschen chaotisch. Aber ich denke mal, da seht ihr drüber hinweg. Der Boden vom Waffeleisen ist fertig, das heißt, die nächsten Folgen werden sich extensiv mit Schweißarbeiten befassen. Und dann werden wir die ersten Schiffe abwracken. Da gibt es Abwrackprämie für jedes dritte Schiff. Das heißt, dann kriegt man den, der dann abwrackt, kriegt dann nicht nur Brot und Wasser. Sondern für jedes abgefragte dritte Schiff gibt es dann Ein 5 Kuchen. Minuten mehr Urlaub. Guten Kuchen. Und Käsekuchen, genau. Ja. Lecker. Dann würde ich mal sagen, was gibt's da noch groß zu sagen? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn dann. Tschüss.